Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Babsi Vater, der Emotionscoach, und ich bin heute im Gespräch mit der Tanja Reidebuch und ich erkläre der Tanja, was denn eigentlich der Emotionscode ist. Herzlich willkommen, Tanja. Ja, hallo Babsi, grüß dich. So, du kennst den Emotionscode noch nicht, richtig? Nein. Genau, das ist wunderbar, weil dann kann ich dir von vornherein erklären, was der Emotionscode ist und womit ich arbeite. Ich bin ja zertifizierte Emotionscode-Beraterin, zertifiziert nach Dr. Bradley Nason, der den Emotion Code entwickelt hat. Und was das so ist und was es für tolle Möglichkeiten gibt, das erkläre ich dir jetzt in diesem Video. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann darfst du natürlich sehr gern zwischen rein fragen. Alles klar. Gut. Bin ich gespannt. Also. Genau, es geht bei dem Emotion Code um Emotionen, um unsere Gefühle. Und entwickelt hat es der Dr. Bradley Nason. Das ist ein Chiropraktiker, der vor über 20 Jahren, es ist ein amerikanischer Chiropraktiker, der vor über 20 Jahren festgestellt hat, dass er vielen seinen Kunden gut helfen kann, die da zu ihm kommen in seine Praxis. Aber viele kommen dann doch auch immer wieder. Ja, es tut wieder das Knie weh, wieder der Rücken weh. Und so weiter. Und er hat auch immer mehr Patienten bekommen, die von der Schulmedizin als unheilbar krank abgestempelt wurden, sage ich jetzt mal. Und dann hat er sich überlegt, da muss noch mehr dahinter stecken. Er macht sich jetzt einmal auf den Weg, nachzuforschen, was könnte denn Ursache für diese ganzen Krankheiten sein. Und der Dr. Bradley Nason hat einfach viele Visionen und Eingebungen dann bekommen im Lauf seines Lebens und hat eine Sache herausgefunden, die definitiv nichts Neues ist, aber er hat daraus ein Programm gemacht. Er sagt, wenn wir in belastenden Situationen sind, in stressigen Situationen, und wenn wir das Gefühl, das da auf uns einprasst, nicht loslassen können, nicht verarbeiten können oder schon erst einmal gar nicht ausdrücken können, dann bleibt diese Emotion im wahrsten Sinne des Wortes in uns stecken. Und ich denke, dass du dir vorstellen könntest, dass wir ja ganz oft unsere Emotionen eben nicht ausleben können, oder? Ja, das glaube ich, hat man ganz oft im Leben. Genau, das wird einem eigentlich als kleines Kind ja schon irgendwo aberkannt, das kleine Kind, das da sich zornend im Supermarkt auf den Boden schmeißt und die Süßigkeiten haben will. Das ist nicht angebracht. Ja, das wird jede Mutter kennt es, dass es sehr peinlich ist und man versucht dieses Kind dann halt wieder, ja, führe dich nicht so auf oder man kauft ihm dann schnell die Süßigkeiten dann doch. Auf alle Fälle ist es so, dass wir von klein auf irgendwo lernen, dass Gefühle zu zeigen nicht angebracht ist. Man kennt auch jeder den Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also auch die Schmerzen dürfen die Kinder sehr häufig nicht zeigen. Oder Mädchen dann, es sei doch keine Heulsuse. Also auch Kinder untereinander natürlich sagen das. Und je älter wir werden, umso mehr haben wir unsere Emotionen unter Kontrolle und versuchen die gar nicht den Mitmenschen zu zeigen. Oder wenn wir es dann zeigen, dann kriegen wir unter Umständen eine seltsame Reaktion. Also ist es so, dass wir eigentlich ganz oft diese Emotionen, die wir fühlen, unterdrücken. Oder wenn wir sie schon ausleben, dann nicht wieder loslassen und nicht verarbeiten können. Und Emotionen ist Energie. Albert Einstein hat schon gesagt, alles, was ist, ist Energie. Und so sind auch Emotionen Energie. Kannst du dir das vorstellen oder ist das komisch? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da kommen mir schon ganz viele Situationen, was so alles in mir drinstecken könnte. Genau. So, und jetzt kannst du dir das vorstellen, wenn wir eben diese Emotionen nicht loslassen und verarbeiten können, dann bleiben die im Körper stecken und zwar als Energie. Und diese Energie ist ungefähr so groß wie eine Orange. Das ist wirklich ein Energieball, der in unserem Körper steckt, der sogar mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen kann mit der sogenannten Kirlian-Fotografie. Und Emotionen haben eine bestimmte Schwingungsfrequenz. Und diese Schwingungsfrequenz setzt sich dann eben im Körper ab. Und wir haben nicht nur eine von diesen eingeschlossenen Emotionen, sondern wir haben ja schon unzählig viele solche Situationen erlebt. Der Bradley Nason sagt, jeder normale Mensch hat ungefähr 300 bis 400 solche eingeschlossenen Emotionen im Körper. Ja, das ist ein Haufen.
Das ist ein Haufen und nicht nur jeder Mensch, sondern auch Tiere schließen Emotionen ein. Denn auch Tiere sind sehr feinfühlige Wesen und gerade unsere Haustiere wie die Katzen, die Hunde oder dann auch die Pferde sind sehr spürig und fühlen natürlich im Umgang mit ihresgleichen und auch im Umgang mit dem Besitzer. Ich denke, das kannst du ja auch nachvollziehen. Du hast, glaube ich, einen Hase mal gehabt. Ja, der war sehr emotionsvoll. Genau. Genau. Und so ist es bei Tieren eben genau das Gleiche. Wenn die Emotionen nicht verarbeiten können, bleibt es auch bei den Tieren stecken. Und bei Tieren geht es genauso wie bei Menschen auch. Wir Menschen können auch Emotionen von anderen Menschen übernehmen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Situation bin mit einer Person, die mir nahe steht oder mit der ich einfach mitleide und mitfühle, dann kann diese Emotion, die eigentlich der andere erlebt, in mir stecken bleiben, weil ich einfach so mitfühle. Und so geht es bei Tieren auch. Also Tiere können die Emotionen von den Besitzern mit einschließen. Und das ist natürlich, ja genau, das sagst du. Oje, oje, die armen Tiere. Ja, aber das Glück ist, es gibt Emotion Code Berater, so wie mich. Und wir können auch die Tiere von diesen Emotionen, von diesen. Also, das funktioniert auch bei den Tieren. Das funktioniert auch bei den Tieren. Ja. Das ist ja Wahnsinn, weil du denkst ja schon so, wenn man was von nichts weiß, dass es dann trotzdem funktioniert. Sogar umso besser, weil die Tiere, die sind ja völlig unvoreingenommen. Ja, wenn ich jetzt mit einem Menschen arbeite und der kommt zu mir zum Beispiel mit akuten Kopfschmerzen und dann machen wir eine Emotion Code Session und dann sagt er danach, ja, die Kopfschmerzen sind weg oder viel besser, dann kann es natürlich auch Einbildung sein. Ja, natürlich, der Emotion Code hilft, darum ist es nicht nur Einbildung, aber ja, gerade so, wie stark sind jetzt die Schmerzen noch, kann natürlich schon vom Verstand her dann ein bisschen beeinflusst werden. Bei einem Tier nicht. Ja? Also ein Tier, das zum Beispiel ein Pferd, das lahmt oder ein Hund, der beißt danach halt entweder weniger oder nicht mehr. Das Pferd lahmt weniger oder nicht mehr. Ist weniger aggressiv und so weiter. Da kannst du das ja direkt sehen, was passiert, ohne dass das Pferd dir oder der Hund oder die Katze irgendwas vorspielen kann. Ja, aber was hat jetzt der Dr. Bradley Nason gemacht? Was ist der Emotion Code? Der Dr. Bradley Nason hat eben festgestellt, die Emotionen, die in uns stecken, blockieren unser System. Es blockiert den Energiefluss. Also wenn wir jetzt hier und hier und hier und hier überall diese Blockaden sitzen haben, muss die Energie immer außenrum fließen. Und die Energie, die in unserem Körper fließt, wird dadurch natürlich behindert und muss immer ein bisschen Schlangenlinien fließen. Und was passiert, wenn die Energie blockiert ist und nicht mehr im Fluss ist? Das kann die Selbstheilungskräfte schwächen, das Immunsystem schwächen und kann zu körperlichen oder mentalen Schwierigkeiten führen. Ich denke, das kannst du auch nachvollziehen, oder? Wenn der Körper geschwächt ist und das Immunsystem geschwächt ist, dass man dann krank wird. Ja, ist klar. Das ist ja der normale Ablauf. Genau, und das funktioniert eben auch mit mentalen Geschichten. Also jetzt gerade Ängste, Paranoia, Unsicherheiten und so weiter, das sind ja jetzt keine körperlichen Geschichten, sondern das sind ja mentale Sachen und auch die werden davon beeinflusst. Wenn wir einfach aus dem Gleichgewicht sind, ist Körper, Seele und Geist nicht mehr stabil und kann einfach zu Problemen führen. Und das Tolle ist, dass wir das aber lösen können. Und so hat der Bradley Nason eine Tabelle entwickelt, die halte ich hier mal kurz in die Kamera, damit man die einmal sieht. Das ist die Emotion Code Tabelle. Die hat eine Spalte A, eine Spalte B und 6 Reihen. Und da stehen 60 Emotionen drauf. Das sind die 60 bekanntesten Emotionen, die es gibt. Er hat ursprünglich, waren das sogar über 200 und ursprünglich wollte der Emotion Code für Ärzte entwickeln und dann hat er sich gedacht, nee, das soll eine Selbsthilfemethode werden, wo wirklich jeder Mensch sich damit helfen kann und unterstützen kann. Darum hat er das immer weiter vereinfacht und hat diese Tabelle entwickelt. Und was machen wir jetzt mit der Tabelle? Also da stehen Emotionen drauf wie Schuldgefühl, Entmutigung, Hilflosigkeit, Panik und so weiter. Und wir brauchen, um mit dem Emotion Code zu arbeiten, einen kinesiologischen Muskeltest. Hast du davon schon mal was gehört?
Ja, das habe ich schon mal gehört oder auch mitgemacht, wenn die den Armtest so machen, ob da Widerstand da ist oder nicht. Ja, ja, genau. Das ist beim Emotionscode auch so. Ja, genau. Nur mache ich das nicht mit dem Armtest. Also beim Armtest, wenn du jetzt neben mir stehen würdest, würdest du den Arm rausstrecken. Ich würde da leicht runterdrücken und wenn du sagst, ich heiße Tanja, dann bleibt dieser Arm stabil, weil das die Wahrheit ist. Und wenn ich runterdrücke und du sagst, ich heiße Elvira, dann klappt der runter, weil das einfach nicht wahr ist. Und so funktioniert unser Körper mit unseren Muskeln wie ein Lügendetektor. Also alles, was wahr ist, stärkt unsere Muskulatur und alles, was positiv ist, stärkt die Muskulatur und alles, was schlecht ist oder unwahr ist, schwächt die Muskulatur. Und jetzt brauchen wir eben einen kinesiologischen Muskeltest und ich nehme da dazu den Ringtest. Ich bilde mit Daumen und Zeigefinger einen Ring, gehe mit einem anderen Daumen und Zeigefinger rein und wenn ich jetzt sage ja, dann bleibt es stabil und wenn ich sage nein, dann flutscht es raus. Oh, ja, heiß. Jetzt natürlich auch wieder sagen, ja, das machst du halt absichtlich. Ja, du machst halt fest oder locker, ja. Ja, klar. Nein, würde mir nichts bringen, wenn ich das selber steuere, dann bekomme ich auch keine positiven Ergebnisse bei meinen Kunden. Also nein, ich steuere das nicht selber. Ja, klar. Es funktioniert einfach. Wenn ich jetzt sage, ich heiße Babsi, dann stimmt es. Und wenn ich sage, ich heiße Tanja, dann stimmt es nicht, dann flutsche ich raus. So. Ja, okay. Ja, jetzt habe ich eben diesen kinesiologischen Muskeltest, mit dem ich die Emotionen identifizieren kann, die auf dieser Tabelle stehen. Und wenn ich jetzt mit dir arbeiten möchte, musst du nicht bei mir sein, sondern wir können so wie jetzt auch über Zoom arbeiten. Ich kann einfach die Absicht haben, als deine Stellvertreterin zu arbeiten. Und dann, ach so, das ist ja genial. Ja, das ist total genial, weil so sind wir frei vom Ort. Ja, weil es auch zeitlich dann einfach viel praktischer ist. Ja, genau. Das einfach zu machen, ja. Du musst nicht zu mir fahren, ich brauche keine Praxis, sondern wir können eben so arbeiten, jeder wo er ist. Ich kann mich als Stellvertreter mit meinem Kunden verbinden, egal ob das Tier oder Mensch ist übrigens. Spielt keine Rolle, ich brauche den Namen und das Alter. Und Foto wäre immer noch gut, ist aber nicht zwingend notwendig. Und dann kann ich mit meiner Absicht, dass ich als Stellvertreterin für dich jetzt zum Beispiel arbeite, sagen, ich möchte jetzt als Stellvertreter für die Tanja arbeiten. Okay. Und schwapp, schon bin ich in deinem System. Oh, ob du da überhaupt rein willst, ist die Frage. Doch, ich will da schon rein, weil ich will ja deine Blockaden auflösen. Ja, das wäre natürlich cool. Ich muss mich nur am Schluss wieder trennen, das mache ich jetzt auch gleich mal. Nicht, dass es aus Versehen jetzt schon ich die Tanja bin, also ich bin wieder ich. Ich heiße Babsi. Ja, okay. Also, nicht, dass ich jetzt in mich reingeschlüpft bin. Ich bin die Babsi. So. Und jetzt kann ich eben fragen, gibt es eine eingeschlossene Emotion, die wir jetzt bei der Tanja auflösen können? Das wäre dann eine allgemeine, die kommt. Und dann würde ich fragen, ist die in Spalte A oder in Spalte B? Und schon habe ich nur noch 30 auf meiner Tabelle. Ist die in einer geraden Zahl, also 2, 4 oder 6 von den Reihen her? Ja? Mhm. Oder ist sie in einer ungeraden Zahl? Ah, okay. Mhm. Und dann kommt zum Beispiel raus B2, dann frage ich, ist in B2 die erste, die zweite, die dritte, die vierte oder die fünfte? Und mein Muskeltest sagt mir das sofort. Ja? Und dann kommt zum Beispiel raus, es ist eine Hilflosigkeit. Aha, okay. So, okay, eine Hilflosigkeit. Dann können wir fragen, wann wurde die denn eingeschlossen? Das mache ich eigentlich immer bei meinen Kunden. Ich frage immer, in welchem Alter das eingeschlossen wurde, um der Situation ein bisschen näher zu kommen. Und jetzt ist aber das Tolle bei dem Emotion Code, wir müssen uns nicht an die Situation erinnern. Es reicht. Okay, weil das wollte ich gerade sagen. Ich meine, jetzt kommt da natürlich so ein Begriff und du fängst gleich zum Überlegen an, oh, wann war das, wann hat mich das so traumatisiert, dass ich das so festgesetzt hat? Und ich meine, das weißt du nicht. Ja, und vielleicht du hast ja gerade was Gutes gesagt. Also du hast von traumatisieren gesprochen. Diese Emotionen, die wir da einschließen, das sind viel harmlosere Situationen als traumatisierende Situationen. Ja? Ah, okay. Ja, weil wir haben keine 400 traumatisierende Situationen in der Regel eingeschlossen, sondern es ist immer dann, wenn wir nicht in unserem Gleichgewicht sind. Sagen wir mal so, wir stehen schon mit dem falschen Fuß auf, wir verbrühen uns an der Kaffeemaschine, beim Autofahren drängelt einer hinter mir und dann komme ich schon völlig platt im Geschäft an
Und dann kriege ich noch irgendwie einen blöden Kommentar von einem Kollegen zum Beispiel und schon kann Frustration sich zum Beispiel manifestieren. Ja? Also das sind nicht hochdramatische Sachen. Okay. Nicht, das sind nicht alles traumatisierende Sachen. Das wär ein Thema von der Herzmauer. Also wenn wir in schon eher traumatisierenden Situationen sind oder in wirklich einer Situation, wo es sehr belastend wird, dann baut das Herz einen Schutzwall um sich. Und das nennt man die Herzmauer. Das hat auch der Dr. Bradley Nelson entdeckt. Und auch diese Herzmauer, die das Herz einfach schützt, um nicht verletzt zu werden, nicht gebrochen zu werden. Ja? Diese Herzmauern, die bilden einen energetischen Schutzwall um das Herz. Aber jetzt diese normalen Situationen, das ist nicht alles Trauma, sondern das sind, können alltägliche Situationen sein, wo wir aber die Emotionen, die wir fühlen, nicht verarbeiten können. Okay. So einfach. So, okay, also jetzt sagen wir mal Hilflosigkeit und es kommt raus, das war mit 14. Ja? Okay. Dann kann es sein, dass dir sofort eine Situation in den Kopf kommt, wo das gewesen ist. Du kannst ja genauso gut sagen, ich habe keine Ahnung. Und das Gute ist, du musst keine Ahnung haben, weil ich frage dein Unterbewusstsein, müssen wir noch mehr wissen oder reicht es für dich, liebes Unterbewusstsein? Und in 99% der Fällen reicht es, weil das Unterbewusstsein kannst du dir vorstellen wie eine riesige Festplatte vom Computer. Auf dem Unterbewusstsein oder in unserem Unterbewusstsein ist alles gespeichert, was wir jemals gefühlt, gerochen, gesehen, geschmeckt, erlebt haben. Alles. Und ich kommuniziere ja mit deinem Unterbewusstsein. Und drum musst du dich an gar nichts erinnern. Und das ist dieses Wunderbare an der Methode. Wir müssen also nicht in ein Trauma gehen oder in eine belastende Situation. Wir müssen nichts wieder hochholen. Wir können einfach sagen, liebes Unterbewusstsein, ist dir klar, um was es geht? Und wenn dann kommt ja, dann kann ich es auflösen. Ah, okay. So einfach. Das hört sich ja relativ einfach an für mich jetzt. Ja. Es ist auch. Ja. Es ist auch und es ist ja eben so einfach, damit jeder das selber an sich auch machen kann. Was man halt können muss, ist dieser kinesiologische Muskeltest und den darf man üben. Ja, den kann im Endeffekt jeder erlernen, den kann man üben, man kann an sich selber arbeiten, man kann an seinen Kindern dann arbeiten oder an Freunden oder Bekannten. Nur wenn du jetzt wie ich das als Dienstleistung anbieten möchtest, dann brauchst du das Zertifikat. Also dann muss man sich zertifizieren lassen bei Dr. Bradley Nelson. Und das habe ich gemacht. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie lösen wir das denn auf? Ja, diese Emotionen, die wir... jetzt haben wir sie gefunden. Jetzt haben wir sie gefunden. Und was machen wir jetzt mit der? Wir lösen sie auf, indem wir Energie in unser Lenker- oder Gouverneursgefäß schicken. Das weiß ich wahrscheinlich nicht, wo das ist, oder? Nee, definitiv nicht. Also es ist ein Gefäß, das geht hier los, geht im Nacken runter, an der Wirbelsäule runter bis zum Steißbein. An diesem Gefäß hängen alle anderen Gefäße im Körper dran. Beim Pferd zum Beispiel wäre das zwischen den Ohren oder auch beim Hund zwischen den Ohren, Mähnenkamm, Widerrisch bis zum Schweifansatz. Das ist das Lenkergefäß. Okay. Und wenn wir da jetzt Energie reinschicken und die Absicht haben, diese Blockade aufzulösen, was bei dir ja jetzt mal imaginär die Hilflosigkeit war, wenn wir da Energie reinstecken und dreimal drüber streichen, dann ist diese Emotion aufgelöst, ganz egal, wo im Körper die steckt. Ach, klingt ziemlich einfach. Das hört sich ja perfekt an. Das ist es auch. Ganz einfach. Und als Verstärkung für diese Absicht und für die Energie, die ich da reinschicke, nehme ich einen Magneten. Also ich fahre mit meiner Hand oder als Verstärkung mit meinem Magnet hier drüber. Und zwar dreimal bei einer normalen eingeschlossenen Emotion oder vier oder fünfmal, aber Minimum dreimal. Warum ein Magnet und was habe ich da überhaupt für einen? Ich habe so einen Rollmagnet. Es geht aber auch jeder normale Magnet, den du an der Pinnwand hast oder am Kühlschrank kleben hast. Ein Magnet ist einfach auch Energie. Beim Magnet können wir das ja sogar erspüren. Ja, also zack, Magnet stoßen sich ab oder ziehen sich an. Energie pur. Und wenn wir eben da drüber streichen mit einem Magnet, verstärkt es die Absicht und dann ist die Blockade gelöst. Und es ist tatsächlich so einfach. Ja,
Ja, das hört sich ja wirklich gut an, zumal man nicht wirklich so viel über sich selber dann auch rauskramen muss, wenn man es nicht mehr weiß. Genau, also du musst in so einer Session gar nichts rauskramen und ich muss überhaupt gar nichts erfahren. Die Privatsphäre wird absolut gewahrt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, da fällt mir eine Situation ein, Hilflosigkeit mit, was haben wir vorher gesagt, mal 14 Jahre. Da fällt mir was ein. Dann könntest du mir das erzählen und ich frage nach, ist das eine Situation. Aber du musst es mir nicht erzählen. Ich kann fragen, die Situation, die Tanja im Kopf hat, ist das die Situation, wo die Hilflosigkeit eingeschlossen wurde? Und das reicht schon, damit ich ein Ja- oder Nein-Antwort bekomme. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass das, was einem im Kopf schießt, ist es in der Regel auch. Aber nicht immer, ja. Okay, aber ich finde das ja gut, weil letztendlich muss man ja doch ein bestimmtes Vertrauen auch zu einer Person haben, um sich da öffnen zu können. Und wenn das aber nicht nötig ist, dann kommt es ja eigentlich für viele in Frage, wo sie sagen, sie würden sonst vielleicht nicht zu einem Psychotherapeut oder sonst was gehen, um irgendwelche Blockaden zu lösen. Ja, ganz genau. Ganz genau so ist es. Ja, was gibt es noch zum Sagen? Es gibt auch vererbte eingeschlossene Emotionen. Oh. Ja, wir kommen nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Ja, jedes Kind, auch jedes Tier, kommt bereits mit eingeschlossenen Emotionen auf die Welt, die sie vererbt bekommen haben von den Eltern und von den Ahnen, von den Vorfahren. Weil wir kriegen nicht nur die Augenfarbe und die Nasenform mit, sondern eben auch die ganze Geninformation. Und so tauchen in jeder Emotion Code Session auch diese vererbten eingeschlossenen Emotionen auf. Und auch die können wir dann lösen und können sie sogar bei den Ahnen lösen, wenn die dazu bereit sind. Oh, okay. Das finde ich das sehr Schöne. Hört man eigentlich die Klingel? Nein. Okay, weil bei mir klingelt gerade mein Sohn Sturm, aber ich kann jetzt nicht die Tür aufmachen. Ja. Er muss sein Schlüssel rauskramen. Okay. Genau, also die vererbten eingeschlossenen Emotionen können wir auch lösen. Und das ist auch die einzige Situation, wo ich an jemandem arbeiten darf, von dem ich jetzt nicht die Erlaubnis habe. Ich darf nämlich nicht, dazu habe ich mich moralisch verpflichtet und das auch unterschrieben, dass ich jetzt am Nachbarn arbeiten kann oder an Nachbars Katze, weil ich meine, es wird denen gut tun. Ich darf nur mit Erlaubnis arbeiten. Bei einem Tier brauche ich die Erlaubnis vom Besitzer. Bei Kindern brauche ich die Erlaubnis von den Eltern, bis die Kinder 18 Jahre alt sind. Und sonst natürlich so beim Kunden gibt es klar. Ein Verständnis. Die einzige Situation, wo ich das eben nicht brauche, ist bei den Ahnen, wenn eine geerbte Emotion rauskommt. Denn unter Umständen leben die ja auch gar nicht mehr. Ja. Aber die Energie von den Verstorbenen ist trotzdem da. Und dann kann ich das eben auflösen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, ungefähr 75% der Ahnen geben diese Blockade dann auch her. Und die anderen sagen erst einmal, lass mich gerade mal noch in Ruhe. Und ich finde das total, kannst du abfragen. Ja, ja, ich frage das ja. Ich frage ja immer, haben wir das erfolgreich bei der Tanja jetzt zum Beispiel gelöst? Und dann schaue ich in. Ich schreibe das ja auf, in welcher Kette das war. Das war der Vater, die Oma und der Uropa. Ja? Okay. Dann frage ich, hat es der Vater auch hergegeben, die Oma und der Uropa? Und so kriege ich das eben raus, wer es auch hergegeben hat. Ah, okay. Ja. Und wenn du Kinder hast, also jeder, der Kinder hat und das bereits an die Kinder weitervererbt hat, auch das können wir lösen, wenn wir deine eingeschlossene Emotion lösen. Ah. Also das geht nach hinten und nach vorne. Ah, okay. Genau. Ja, und was kann man denn mit dem Emotion Code alles, was für Themen kann man bearbeiten? Alles. Wirklich alles. Ganz egal, ob man körperliche Beschwerden hat, ob man chronische Beschwerden hat, ob man akute Beschwerden hat, ob man leichte oder starke hat. Alles auf der körperlichen Ebene kann man fragen, gibt es ein Ungleichgewicht? Das werden wir beseitigen. Die Selbstheilungskräfte anregt, weil das ist das, was ich mache. Dadurch, dass ich die Blockaden aus dem Körper von meinem Kunden löse, regt das die Selbstheilungskräfte an. Also nicht ich bin der heilt, sondern ich aktiviere die Selbstheilungskräfte. Und wenn die Energie einfach wieder in Schwung kommt und besser fließen kann, dann können körperliche Schmerzen gelindert werden oder im besten Fall natürlich sogar aufgelöst werden. Und bei allen mentalen Geschichten funktioniert das ganz genauso.
Ja, also alle mentalen Themen, die wir haben, kann man mit dem Emotion Code bearbeiten. Ja, also wir haben auch Überreaktionen. Ja, wenn ich jetzt eine Person bin, die sich alles sehr stark zu Herzen nimmt oder oft explodiert, solche Sachen kann man alles fragen. Gibt es da dazu was, was wir lösen können, um uns wieder ins Gleichgewicht zu bringen? Auch festgefahrene Glaubenssätze. Ja, viele haben ja eingefahrene Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin es nicht wert oder mir geschieht immer Unrecht. Ja, okay. Gibt es ja Tausende. Und auch das kann man lösen. Genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, Verarbeitungszeitraum. Also wenn ich jetzt eine Emotion Code Session mache, pro Session kann ich ungefähr 4 bis 12 Emotionen lösen. Ja, und dann sagt das Unterbewusstsein so, jetzt brauche ich bitte Verarbeitungsprozess. Jetzt muss ich mich erst einmal wieder neu einstellen, mein System. Dann ist der Verarbeitungsprozess ungefähr 1 bis 3 Tage. Und in diesen 1 bis 3 Tagen kann es zu emotionalen Schwankungen kommen. Das muss einem einfach bewusst sein, weil wir lösen ja Blockaden, dadurch kann sich was lösen. Darum kann es zu Schwankungen kommen. Und es kann auch zu verstärkter Müdigkeit zum Beispiel führen. Also viele berichten danach, Mensch, ich habe endlich mal wieder so gut geschlafen. Weil es einfach eine Verarbeitung auch Müdigkeit ist. Bei Pferden, die gähnen zum Beispiel ganz häufig nach so einer Session. Ich liebe gähnende Pferde. Ich bin ja auch der Pferde-Emotionscoach. Und die Pferde, die gähnen ganz häufig. Das finde ich super. Und das können die mir nicht vorspielen. Ist schon klar. Ja, wirklich. Ja, da habe ich übrigens auch ein ganz tolles Video, ein gähnendes Pferd. Das kann man sich auch angucken. So, und der Heilungsprozess, der beginnt sofort. Und ich sage, es darf aber auch bis zu 6 Wochen dauern. 6 Wochen ist so ein Zeitraum, wo viele Heilpraktiker auch sagen, da verändert sich dann nochmal ganz viel im Prozess, im System. Und man darf dem Körper eben auch Zeit geben. Also nicht, dass ich meine, so, ich habe jetzt heute eine Session und dann ist alles gut. Nein. Ja, das wäre natürlich schön. Ja. So soll es doch sein. Oft ist es tatsächlich so. Also es kann Wunder bewirken. Ich hatte eine Kundin mit Panikattacken. Über Jahre hat die Angst und Panikattacken gehabt und die sind weg. Ja? Also Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich, was man bewirken kann. Aber es muss einem natürlich auch klar sein, wenn wir davon ausgehen, wir haben ungefähr 300 oder 400 solcher eingeschlossenen Emotionen und pro Session kann ich ungefähr 10 lösen, dann kann es natürlich Jackpot sein und das Thema ist danach erledigt. Aber es ist ja irgendwo verständlich, dass es schon sinnvoll ist, mehrere Sessions zu machen oder einfach zu sagen, ja, ich gehe von Grund auf der Sache jetzt auf den Grund und ich will wirklich aufräumen. Ja, das ist wie eine Zwiebelschale, wo man nacheinander eins nach dem anderen abschälen. Und es ist drum schon immer gut, einfach mehrere Sessions zu buchen, um wirklich aufzuräumen. Aber es kann auch mit einer Session bereits wirklich ganz tolle Ergebnisse erzielt werden. Und man kann innerhalb dieser 6 Wochen schon weiterarbeiten. Also gerade wenn jetzt jemand sagt, ich buche gleich 3 oder 5 Sessions, dann sage ich immer nur, bitte 1 Woche dazwischen lassen, zwischen den Sessions, damit das die Verarbeitung einfach abschlossen ist. Weil sonst kann es sein, beim nächsten Mal lösen können wir nur 3 auflösen. Das wäre dann ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Darum sage ich, machen wir 1 Woche Pause dazwischen und dann arbeiten wir weiter. Genau. Hast du noch irgendwelche Fragen? Oh nee, das hört sich aber echt jetzt sehr überwältigend an. Also von dem her, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das einfach auch mal ausprobiere. Ja, sehr gerne. Ja, also muss ich jetzt ehrlich sagen, ja, also von dem, was du da so beschreibst, was man alles lösen kann. Und ich glaube, da findet man bei jedem irgendwo ganz viele Stellen und Punkte, wo es hängt. Genau. Also als ich den Emotion Code kennengelernt habe, da habe ich im ersten Moment an jemanden anderen gedacht, dem das wahrscheinlich sehr gut tun würde und habe dann aber beschlossen, ich buche für mich selber gleich mal so eine Session. Also ich habe die gebucht bei der Dr. Susanne Hufnagel. Das ist die, die das Buch der Emotion Code ins Deutsche übersetzt hat. Und ich habe im ersten Moment auch gedacht, ich habe ja keine Probleme. das ist ja schön, wenn man das zumindest im ersten Moment denkt. Aber wenn man mal 3-mal tief durchatmet und sich mal überlegt, was läuft schief oder was hätte ich denn gern gelöst in meinem Leben,
Das kann eine Ungeduld sein, das kann eine Frustration sein, das können jahrelange Knieschmerzen sein, das kann alles sein. Spinnenphobie habe ich schon aufgelöst, stell dir das mal vor. Oh. Ja, also alles Mögliche. Mhm. Oder bei Kindern, Bettnässen, Schulschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, alles. Eben, und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist einem eigentlich schon klar, dass es eben gut tun würde, die Energie zum Fließen zu bringen und die Selbstheilungskräfte anzuregen. Mhm. Ja. Okay. Ja, super. Wenn du keine Frage mehr hast, dann würde ich das jetzt hier beenden. Und liebe Zuschauer, wenn euch dieses Video von uns beiden gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren und teilt es mit euren Freunden. Und wenn es euch näher interessiert, dann könnt ihr einfach auf meine Homepage gucken, www.emotionscoach.info. Und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen. Und Tanja, vielen herzlichen Dank, dass ich dir das erklärt habe. Ja, danke, war super informativ. Super, danke, ciao. Tschüss.